Moin Moin, meine lieben Freunde, und wir sind wieder da, und zwar kurz vor Metal Gear. Und ja, anscheinend ist er ziemlich gut bewacht, würde ich mal so pauschal sagen. Was ist denn da los? Ah, Falltür! Fuck. Fuck, das fängt schon mal gut an heute hier. Da gehe ich erstmal einen Schluck. Willkommen zurück. Ich habe hier gerade drei Schaffgranaten genommen. Ja, wir sind kurz vor Metal Gear und werden jetzt mal dorthin gehen, würde ich sagen. Um die Kameras, die hier zuhauf sind, also wirklich zuhauf, müssen wir eine Schaffgranate verwenden, damit die uns in Ruhe lassen. Hier sind auch noch zwei Falltüren, habe ich gerade schmerzhaft rausgefunden, als ich mal einen Schritt vorgegangen bin. Aber egal. So, ich schmeiße noch mal eine. Wir müssen da hoch, da ist nämlich irgendwas. Was war da? Stinger-Missile. Und noch was. Stinger-Missile. Eine Schaffgranate gegen 9-mal Stinger ist auf jeden Fall im jetzigen Moment praktisch. Oh, da war noch mal eine. Na egal. So. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das ist er. Der großartige Metal Gear. Die summen sogar dafür. Summen. 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 So, also starten wir mal hier auf nach oben. Ja, bitte. Snake, ich bin's. Hi. Was ist los? Hast du ein gutes Versteck? Ja, dank des Tarnanzugs. Sieht so aus, als ob Metal Gear bereit wäre. Woher weißt du das? Ich habe sie belauscht. Wo sind sie jetzt? Direkt vor Metal Gear. Aber es ist komisch. Was ist? Hier ist niemand. Keine Wachen, keine Patrouille. Es ist so ruhig. Vielleicht, weil alles fertig ist. Sie haben sogar den PAL-Code eingegeben. Was soll ich tun? Wir können nur noch das System verwenden, von dem Präsident Baker gesprochen hat. Aber ich habe nur einen der drei Schlüssel. Laut Ocelot gibt es beim Verwenden anscheinend einen Trick. Überlassen Sie das mir. Hast du einen Plan? Ich bin zurzeit im Computerraum und versuche auf Bakers private Dateien zuzugreifen. Bakers Dateien? Hast du kein Kennwort? Sicher, aber es gibt Wege. Bist du ein Hacker? Ja, so ungefähr könnte man sagen. Ein Hacker. Denkst du, dass du rankommst? Ich weiß noch nicht. Ich versuche es. Ich verlasse mich auf dich. Bist du ein Hacker? Oh mein Gott, Leute, was ist denn los mit euch? Die haben sie auch mit dem Text alleine im Studio gelassen, oder? Ja, cool, da haben wir wieder eine Schaffgranate. Das passt ganz gut. Aber die fehlt uns ja noch. Was denn hier, Boss? Wollen wir mal gucken, ob da noch was ist? Ja, da ist noch was. Hui, Farmers Bullet! Bullet Time! Hammer Time! So, was ist denn jetzt schon wieder los, Leute? Ich muss hier ein Metal Gear raufkrapseln. Snake, ich bin's wieder. Jo. Wie geht's voran? Na, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin bei Sicherheitsstufe 3. Er war ein vorsichtiger Mann. Brauchst du noch lange? Ich habe bisher noch jedes System geknackt. Okay, weiter so. Danke für diese Zwischeninfo. Hättest du auch sparen können. Wache? Ja, aber da gibt's Sachen. So, wir sollen uns jetzt schon noch mal voll machen vor dem großen Finale, so langsam. Ist die Narration gewesen? Habe ich das richtig gesehen? Ne, ist bloß Munition. Noch mehr Munition. Alter, wie viel ist denn das? Wie viel habe ich denn jetzt? 29 von 35. Das ist aber nicht verkehrt. Nochmal Schaffgranate. Auch sehr gut. So, dann mal über das Gesicht kraxeln, oder? Sind wir schon beim Gesicht? Ja, das sieht so aus wie der Kopf schon. Da ist der Rücken. Okay. Ja, was ist denn jetzt los? Snake, geschafft. Bist du durchgekommen? Bingo. Bingo. Bestens. Was hast du? Ich lese
die vertrauliche Metal Gear-Datei. Was ist mit dem PAL-Deaktivierungssystem von Baker? Ich suche danach. Das brauchen wir. Aber Snake, ich habe etwas anderes. Was? Das Geheimnis hinter der neuen Atomwaffe. Wie ich dachte, wird der Atomsprengkopf wie ein Projektil aus dem Schienengewehr abgeschossen. Braucht keinen Treibstoff, also ist es keine Rakete. So können sie alle möglichen internationalen Verträge umgehen. Ganz schön clever. Und effektiv. Das ist aber noch nicht das Besorgniserregendste daran. Kann's kaum abwarten. Es ist eine Stealth-Waffe. Sie ist auf dem Radar nicht zu sehen. Ja, wir haben schon seit den späten 70er Jahren an Stealth-Raketen gearbeitet. Warum kam das erst jetzt zustande? Wegen des Jet-Antriebs einer normalen Rakete. Er wird von feindlichen Satelliten entdeckt. Stimmt. Es leuchtet ein. Ungleich der Rakete verbrennt dieses Ding keinen Treibstoff und kann daher von heutigen Raketenabwehrsystemen nicht entdeckt werden. Ein unsichtbarer Atomsprengkopf. Abfangen ist nicht möglich. Und außerdem dringt der Sprengkopf in den Boden ein, um unterirdische verstärkte Basen zu zerstören. Das kennen wir seit dem Golfkrieg. Mann, was kann das Ende der Welt bedeuten? Die perfekte Waffe. Und vom politischen Standpunkt lassen sich Atomwaffenreduktionen und Nuklearinspektionen leicht umgehen. Colonel, ist das wahr? Hören Sie zu. Ich höre. Wenn das bekannt wird, könnte es die Unterzeichnung von Staat 3 verzögern und zu einem internationalen Zwischenfall führen. Ja, das ist wahr. Die Vereinigten Staaten würden von der UN verurteilt. Der Präsident müsste eventuell zurücktreten. Wussten Sie das, Colonel? Tut mir leid. Sie haben sich verändert, Colonel. Ich will mich nicht rausreden. Snake, hören Sie zu. Diese neue Atomwaffe, sie wurde nie wirklich getestet. Nur in der Simulation. Sie meinen ein Computermodell? Ja, deswegen wurde dieses Experiment ausgeführt. Sie brauchten wirkliche experimentelle Daten, um die Simulationsergebnisse zu bestätigen. Was waren die Ergebnisse? Sie fielen besser aus als erwartet. Aber ich kann die Daten nicht auf dem Netzwerk finden. Daten wie diese sollten eigentlich sorgfältig aufgezeichnet worden sein. Wurden sie? Präsident Baker gab mir eine optische Diskette mit allen Testdaten. Was? Haben Sie sie noch? Nein. Ozeland nahm sie mir ab. Verdammt! Terroristen haben den Testsprengkopf durch einen echten ersetzt. Nach dem Eingeben der Sprengcodes dürfte er zum Abschuss bereit sein. Glaubst du, die können das tun? Nun, vom Design her ist der Testsprengkopf mit einem echten identisch. Ich glaube schon. Hast du was über das Deaktivieren gefunden? Noch nicht. Es muss in einer anderen Datei sein. Im Moment gehe ich durch Bakers persönliche Dateien. Wir verlassen uns auf dich. Ja, vor allem, wir haben ja auch die Zeit gerade, ne? Weil es steht kurz vorm Start. Und dann müssen wir erstmal so das Ganze drumherum klären. War da jemand? Da ist jemand. Ach komm, das gilt doch nicht. Ich habe gerade Zeit zum Reden, kein Problem. Snake! Hast du's? Nein, ich habe nichts über das Deaktivierungssystem. Aber ich kenne Bakers Hintergedanken. Er wollte sich bereichern, stimmt's? Das auch. Armstecks finanzielle Schwierigkeiten sind größer, als ich dachte. Ich weiß. Sie verloren den Auftrag für Kampfflugzeuge der nächsten Generation. Und dann der Rückgang der SDI-Ausgaben. Anscheinend war von einer Übernahme die Rede. Von diesem Projekt hing vermutlich alles ab. Und es sieht aus, als hätten sie dem DARPA-Chef eine Menge Bestechungsgelder gezahlt. Bestechen, ne? Ja, Baker war ein großer Befürworter der nuklearen Abschreckung. Dachte ich mir. Was ist nur mit dem Deaktivieren? Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Okay. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Wie soll ich denn jetzt hier wieder rauskommen? Jetzt mal ganz ehrlich. Von wo kommt ihr denn überall, ey? Das ist doch scheiße, was ihr da macht. So, ich probiere es mal so in der Ecke. Bis der einer wieder spawnt und hierher gekommen ist. Warte mal. Okay, sieht gut aus.
Meine Güte, war das jetzt anstrengend. War hier eine Kamera? Da ist eine Kamera. Die werde ich bloß wieder schaffen gehen können, denke ich. So, gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Die Schaffkanade hätte ich mir sparen können. Ne? Okay, ich habe die PAL-Codes eingegeben und die Sicherheit deaktiviert. Wir können jederzeit zünden. Immer noch keine Antwort aus Washington. Na, wir müssen denen wohl zeigen, dass wir es ernst meinen. Soll ich auf Chernobyl in Russland zielen? Nein, nicht mehr. Das neue Ziel ist Lobnor in China. Warum, Boss? Ich denke, weder du noch Herr Golukovic würden den Abwurf einer Atombombe über seinem Vaterland gutheißen, oder? Liquid. Aber warum? Dort ist doch nichts. Falsch. Ein Atomwaffentestgelände. Ein Testgelände? Wenn wir eine über einem Ballungszentrum abwerfen, ist das Spiel vorbei. Aber eine Atomexplosion auf einem Testgelände kann geheim gehalten werden. Und Washington wird sich vor einem Vergeltungsschlag aus China fürchten. Das bedeutet streng geheime Gespräche zwischen den beiden Staatschefs. Sicher. Und dabei muss der Präsident den Chinesen die Existenz einer neuen, höchst destabilisierenden Atomwaffe zugeben. Wie wird sich das wohl auf den Ruf der USA auswirken? Oder den des Präsidenten? Mit der CTBT, China und Indien. Oh, ich verstehe. Ja. Wenn andere Länder von dieser Waffe hören, werden sie sich an uns wenden. Washington wird nicht sehr glücklich sein, wenn wir ihr System an die Meistbietenden zu verkaufen anfangen. Ja. Der Präsident gibt nach. Er wird unsere Forderungen erfüllen. Die DNA des Big Boss und $1 Milliarde. $1 Milliarde? Mit dem Geld können wir auch unsere Genomsoldaten heilen. Und in den Forderungen ist auch der Foxtai-Impfstoff enthalten. Foxtai? Das tötete Octopus und den Armstech-Präsidenten. Also stimmt es, dass ältere Leute schneller sterben. Mantis war vielleicht nicht betroffen, da er eine Maske trug. Wolf war auch nicht infiziert. Vielleicht wegen der Beruhigungsmittel, die sie nahm. Etwas mit dem Adrenalingehalt im Blut? Oder vielleicht hat es bloß damit zu tun, dass Foxtai noch in der Testphase ist und noch nicht zuverlässig arbeitet. Und hast du eigentlich schon von unserem Freund Colonel Sergei Golukovic am Spetsnaz gehört? Er zweifelt noch immer an den Fähigkeiten von Metal Gear. Er will erst nach erfolgreichem Test mit uns sprechen. Ein sehr vorsichtiger Mann. Kein Grund zur Sorge. Der Colonel will Metal Gear und die neue Atomwaffe so dringend, der kostet sie bereits auf der Zunge. Wenn Russland wieder eine militärische Supermacht werden will, braucht es ein verstärktes Atomarsenal. Eine Atomwaffe, für die es keine Abwehr gibt. Metal Gear wird ihnen die Erstschlagkraft über den Rest der Welt verschaffen. Bei der Armee herrscht ein einziges Chaos und sie glauben, sie können die Militärmacht Russlands mit Atomwaffen wiederherstellen? Ach, dieser Golukovic ist kein Soldat, sondern Politiker. Vielleicht schon, aber er hat uns den Hind und die meisten anderen schweren Waffen gegeben. Ihm unterstehen über 1000 Soldaten. Zusammen könnten wir hier ziemlichen Widerstand leisten. Seit Mantis Tod lässt die Gehirnwäsche der Glenom-Soldaten nach. Die Moral der Männer macht mir Sorgen. Eine Allianz würde auch die Moral verbessern. Was meinst du? Wir bleiben hier. Wir verbarrikadieren uns. Das wird ein langer Krieg werden. Wir können noch fliehen. Wir haben die mächtigste Waffe der Welt und sind daran, uns mit Golukovics Truppen zu verbünden. Willst du die ganze Welt bekämpfen? Weshalb nicht? Die ganze Welt? Von hier aus erreichen wir jedes beliebige Ziel mit einer Rakete, die nicht auf dem Radar sichtbar ist und nicht abgefangen werden kann. Und dazu ist diese Basis vollgestopft mit Sprengköpfen. Mit der DNA und dem Geld ausgerüstet gehört uns die Welt. Aber Boss, das Versprechen an Golukovic. Ach, mir liegt nichts an der Rückkehr von Mütterchen Russland. Du willst doch nicht den Traum von Big Boss erneuern. Von heute an heißt dieser Ort Outer Heaven. Big Bosses Traum. Boss, sorgst du dich, dass der PAL übergangen werden könnte? Wird der Code erneut eingegeben, wird er deaktiviert. Ja.
keine Sorge. Der DARPA-Chef und der Armstead-Präsident sind beide tot. Weiß Snake, wie das Deaktivieren funktioniert? Du hast ihn verhört, weißt du es nicht? Er hatte keine Schlüssel. Gut, dann kann jetzt keiner Metal Gear stoppen. Übrigens, was machen wir mit der Frau? Soll ich sie töten? Lass sie leben. Sie ist Campbells Nichte und Snake mag sie. Wir behalten sie als unsere Trumpfkarte. Earl, sie lebt. Snake, ich habe Bakers geheime Dateien gefunden. Gute Arbeit. Wie geht's bei Ihnen? Sie haben die PAL-Codes eingegeben. Wie werden sie deaktiviert? Okay, das Deaktivierungssystem, von dem der Präsident gesprochen hat, es kann auch zum Eingeben des Sprengcodes verwendet werden. Wenn Sie die Schlüssel verwenden, wenn der Sprengkopf aktiv ist, wird er deaktiviert. Wenn er inaktiv ist, wird er aktiviert. Und die Schlüssel lassen sich nur einmal verwenden. Nur einmal, hä? Ja, Sie fangen wohl besser an. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ich brauche 3 Schlüssel, oder? Ich habe nur einen. Immer ruhig. Darin liegt der Trick. Sie besitzen schon alle 3. Wovon redest du? Der Schlüssel hat eine thermoadaptive Legierung. Thermoadaptive Legierung? Ja, eine Legierung, deren Form sich mit der Temperatur ändert. Der Schlüssel besteht daraus. Dieser Schlüssel? Ja, seine Form ändert sich bei unterschiedlichen Temperaturen. 3 Schlüssel in einem. Clever. Sehen Sie die Eingabegeräte? In der Mitte des Kommandoraums. Ich sehe sie. Diese 3 Terminals sind die Noteingabegeräte. Auf jedem Schirm sollte ein Symbol sein. Jedes Symbol entspricht einem der Schlüssel. Die Schlüssel werden von links nach rechts eingegeben. Links ist für den Raumtemperaturschlüssel. Sehen Sie das Zeichen? Dann für den Niedertemperaturschlüssel. Rechts für den Hochtemperaturschlüssel. Okay, verstanden. Erst ändere ich die Form und dann führe ich ihn in dieser Reihenfolge ein. Richtig. Sie führen nur den Schlüssel ein. Ist der Schlüssel im Modul, liest die Festplatte die entsprechenden Informationen. Wenn Sie mit den 3 Terminals fertig sind, ist die Codeeingabe beendet. Sache ist, Sie können den Schlüssel nur 3-mal verwenden. Es ist ein Notfallsystem, für einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Welt hängt von diesem Schlüssel ab. Wer ist das? Verdammt! Die PAL-Karte. Der Schlüssel ist im Abfluss. Snake! Kugelsicheres Glas! Und einen Controller. Es gibt keinen Eingang. Ich werde deinen Tod genießen. Snake, hol dir den Schlüssel! Hey, mal ganz ruhig, Freundchen. Immer noch eine Ration. Wie war das? So und dann da. Genau. Ich dachte, hier kommt einer. Komm. Aha. Oh mein Gott, jetzt habe ich auch noch die Ration verbraucht. No, baby. Komm schon, lauf. Lauf, 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 lauf. Und weg. Und weg. So. Jetzt müssen wir den PAL-Schlüssel holen. Und dann beginnen wir mit leichtem Backtracking, muss man leider sagen. Aber dafür kommt sehr, sehr viel von der Story noch raus. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bis da. So, tschüss.